Das ist sehr schön. So viel Gold zu haben. Das Gold auch noch. So. Und raus hier. Cool, habe ich damit jetzt den Weltmeister gekriegt? Punkte. Nö. Leider nicht. Nochmal vom Boden essen. Gegner töten. Valhallas Erbe, oh. Ja, das ist auch nicht schlecht, wenn das auf der nächsten Stufe ist. Kultistenbezwinger. Dem Zauberer stehen insgesamt 9 einzigartige Zauber zur Verfügung. Ja. Gut. Wie viel Geld habe ich? Mehr als genug, um... Nein, Stiefel kann ich noch nicht upgraden, leider. Die da auch nicht. Und eigentlich möchte ich ja lieber auf die Ausstattung hier sparen. Auf bessere Waffen und Schild. So, deswegen geht es jetzt mal ab ins nächste Gebiet. In Level 3. Des flammenden Infernos. Diese Ort ähnelt einer riesigen Schmiede. Wurde hier die Klinge von Tyrfing erschaffen? Im Innern des Gauntlet? Okay, wir haben eine Schmiede entdeckt. In der wir uns schon mal umsehen können. Okay, das hier ist ziemlich verwinkelt. Gut. Hier gibt es schon ziemlich viele Bereiche. Und durch die Dinger kommen wir noch nicht durch. Okay. Ja. Gut. Das heißt, wir müssen auch links und rechts jeweils aktivieren. Also müssen wir hier durch. Ja. Hier fließt schon mal die Lava. Okay, ist das hier so eine Art Umleitungsrätsel? Ja, hier können wir so öffnen. Ah ja. Wir können hier so alles öffnen, glaube ich. Indem wir einfach die Kurbeln drehen. Öffnen wir die verschiedenen Bereiche mal. Wird ja schon irgendwie schief gehen. So. Und dann gucken wir mal erstmal hier lang. Okay, wir sind eingesperrt mit Dämonen und einer Krone. Okay. Hier geht's dann wohl weiter. Oh, ein Spawner. Ein Kulti-Spawner. Ein Kulti-Spawner. Okay, ich habe nichts gesagt. Wow. Nicht in die falsche Richtung werfen ständig. Wow. Der Kulti-Chef da weg. Und der da weg, bevor er mir hier wieder Schweinereien antut. Gut. Weg mit den Dämonenhunden noch. Die beiden nerven. Und ja, die Musik habe ich vergessen leiser zu stellen hier. Ich hoffe, das ist nachher im Video nicht zu laut. So, ich glaube, ich habe da sogar schon was zum Freisprengen gesehen. Jawohl. So. Ups, jetzt habe ich mich verdrückt und habe einen Mana-Trank aufgebraucht. Aber da gibt es zum Glück 3 Stück. Da oben. Dann kann ich die einsammeln. Ui, da bin ich sogar ziemlich gut dabei. Dann bin ich schon 3 Mana-Tränken jetzt. Und da oben sehe ich sogar schon den 4. Gut. Das ist schon mal nett.
öffnen wir hier die Tür weiter. Also ich finde das ganz nice gemacht mit den Lava-Rätseln. Wow, ein Dämonenportal. So, weg mit dem Flügel. Und dann würde ich mal sagen, gucken wir, dass wir die anderen Portale auch noch loswerden. Vor allem aber die Dämonenportale erstmal. Wow. Ja. Wow, das war nix mit einer, die Meute zu dashen. Wow. Da oben gibt es auf jeden Fall schon mal Nahrung, wenn ich welche brauche. Au. Wenn ich welche brauche, wenn ich rankommen würde. So, weg mit euch. Ihr nervt nur alle. So. Ja, müssen wir. Daran bin ich gerade am Arbeiten. So. Und weg mit dem ganzen Zeug hier. Und ich habe das Essen ruiniert. Habe ich auch ganz toll hingekriegt. So. Ist ja zum Glück nicht mehr viel, viel Zeug da. Wow. Das hast du verdient. Weg mit dem blöden Explosionsvieh. So. Und die sollte ich am besten entweder mit dem Dash oder mit dem Schild besiegen. Der normale Angriff tut die nämlich gar nicht unterbrechen. Also niemals auf die normal draufschlagen. Gut, hier oben geht's einfach mal so weiter. Da sehe ich doch Gegner. Da ist wieder so eine Magma-Falle. Was ist hier? Hier sieht nach schön viel Essen und so weiter aus. Aber da komme ich gar nicht hin. Ich komme also nur da oben weiter. So, gut. Erstmal hier rüber noch Zeug einsammeln. Und ja, beim nächsten Spawner kann ich definitiv mal wieder eine Fähigkeit benutzen. Wenn ich gleich hier jetzt Spawner auftauchen. Sobald das Ding geöffnet ist. So. Gut. Hier wäre auf jeden Fall Essen. Ein ganz kleines bisschen Gold. Und schon der nächste. So. Und weg mit denen. Würde ich mal sagen. Die Kurbel könnte ich auch schon drehen. Ah ja, das ist dann der nächste Bereich. Ups, jetzt habe ich hier das Essen gemopst. Was ich eigentlich gebraucht hätte. Okay, eine Lava haben wir schon mal. Zufließen lassen. Jetzt ist es wahrscheinlich die hier dran. Die wird aber wahrscheinlich etwas kürzer sein, hoffe ich doch mal. Glaubt ihr, ich lasse euch sowas tun? Au. Au. Gib mir meine Krone wieder. Nein, meine Krone ist ins Wasser gefallen. Ins Wasser, ja. In die Lava gefallen. So. Einmal laufen lassen, die Lava. Hier durch.
Oh, Spawner. Ah, das ist der prall gefüllte Raum. So. Ein Spawner ist schon mal weg. Boah. Nicht gegen die Wände. So. Das ist jetzt nicht so toll. Gut, da hinten ist Essen. So. Okay, Spawner weg. Definitiv vorsichtiger sein. Essen ist hier. Das hätte ich vorher einsammeln können, aber gut. Lava fließt. Lava fließt gut, weit. Und öffnet uns die nächste Tür. Ja. Ich würde gern drehen. Okay. Da fließt es weiter. Da müsste ich schon aufgemacht haben. Habe ich auch. Und dann fließt die Lava da runter. Zu welchem Zweck auch immer. Ich hoffe, es passiert was Tolles, wenn... Ah ja. Der Lavastand steigt an. Okay, gehen wir als nächstes durch das Gebiet, weil das etwas kürzer aussieht. Ui, alle auf einen Streich getroffen. Oh, Magier, viele Magier. So. Au. Ja, merke, bei Höllenhunden locken, alle umhauen und dann durch sie durchdashen ist gesünder als das, was ich gerade gemacht habe. So, hier oben scheint wieder garantiert wieder ein Spawner-Raum zu kommen. Oder ein Raum voll mit Bomben. So. Ja, ihr könnt schön woanders hinfliegen, wo ich euch besser bebomben kann. Und ja, ich benutze die Taktik, die ist sicherer. So. Gut. Oh ja, da haben wir wieder Hunde. Also Höllenhunde. Wie gesagt, erst alles umbashen, was kommt. Und dann alles einmal instant killen. So. Zweimal instant killen von mir aus. Okay, da sehe ich doch was. Ein Secret. Führen hier zwei Wege hin. Ja, scheint so der Fall zu sein. Wow, ein sehr schönes Secret. Muss ich mir merken, wenn wieder Spawner kommen, ich kann Flaschen benutzen. Gut. Weil das wird jetzt dann der Rückweg sein. Zurück ins erste Gebiet. Ja. Und ja, wir müssen noch einmal die Lava anheben, dann dürfte das auffließen. So, das haben wir geregelt. Dann fehlt nur noch unten rechts. Da haben wir auch schon aufgemacht, glaube ich. Ja. Da müsste gleich hinter uns zuspringen oder auch nicht. Aber hier müsste gleich hinter uns wahrscheinlich zuspringen, wenn da Gegner kommen. Genau. So, lassen wir die bei Türen mal ein bisschen aufräumen. Und weg. So. Das lief doch mal richtig schön sauber.